Mit der neuen Version Pinnacle Studio 15 haben Sie je nach Version diverse Plugins und Zusatzeffekte erhalten. Wenn Sie zum Beispiel Plugins und Zusatzeffekte in einer älteren Studio-Version haben, dann können Sie diese natürlich auch in Pinnacle Studio Version 15 verwenden. Effekte und zusätzliche Plugins von der Version 14 werden bei der Installation von Pinnacle Studio 15 direkt übernommen. Wenn Sie aber zum Beispiel Bonusinhalte von einer älteren Version, zum Beispiel Version 10, 11 oder 12 haben, dann müssen Sie eine kleine Software ausführen, die Ihnen diese zusätzlichen Bonusinhalte auf die neue Version überträgt. Wichtig dabei ist natürlich, dass die alte Version auf dem PC bereits installiert ist und ebenfalls die neue Version. In meinem Fall habe ich also hier eine Pinnacle Studio Version 11 installiert mit einigen Plugins und die neue Version 15. Die Software, die Sie aufrufen müssen, finden Sie unter Start alle Programme, Pinnacle Studio 15 und dann unter Tools und dann Übertrage Content. Diese kleine Software kann gestartet werden und wichtig, Pinnacle Studio 15 muss installiert sein, bevor Sie diese Software ausführen. Klicken Sie auf Weiter und das kleine Programm sucht automatisch nach früheren Studio-Versionen auf dem PC. Nun werden die Inhalte von Pinnacle Studio 11 auf die neue Version Pinnacle Studio 15 übertragen. Warten Sie einfach, bis dieser Vorgang abgeschlossen ist. Danach klicken Sie auf Fertigstellen. Im nächsten Schritt können Sie Pinnacle Studio 15 starten. Nach dem Start von Pinnacle Studio 15 sind die Inhalte übernommen. Sie finden diese in den unterschiedlichen Funktionen. Wenn Sie zum Beispiel weitere Übergangseffekte übertragen haben, Montagethemen, Diskvorlagen und so weiter, dann sind die dann in den jeweiligen Funktionen enthalten. Videoeffekte und so weiter finden Sie in der Video-Toolbox bei diesem Steckersymbol. In meinem Fall habe ich Funktionen von der Pinnacle Studio Version 11 übernommen. Zum einen ist das Stage Tools, um Fotos zu animieren, zum Beispiel ProDot VitaScene, in den Audioeffekten das Bias Sound Soap.